Dieser Satz hat mein gesamtes Denken verändert. Viel Spaß mit diesem Video. Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder. Ich bin wieder da aus Köln. Der Vortrag war super cool, das Feedback war genial. Vielen Dank dafür. Ich habe den Vortrag übrigens gefilmt. Also eventuell werde ich den an dieser Stelle auch noch mit euch teilen. Jetzt kurz zu einem anderen Thema, denn ich habe vor einiger Zeit einen Satz gehört von einem spirituellen Trainer aus Amerika. Und dieser Satz hat mein gesamtes Denken eigentlich verändert. Und an dieser Stelle möchte ich diesen Satz darum mit dir teilen. Es ging darum, dass das Leben sinngemäß immer so schwer ist, wie man es sich macht. Und er hat das wunderschöne Bild gemalt, verbal, dass man sich das vorzustellen hat wie der Ozean. Wenn deine Gedanken schwer sind, dann wird das Wasser dich nach unten treiben lassen, bis du am Grund bist. Wenn deine Gedanken leicht sind, wird das Wasser dich hochdrücken bis an die Oberfläche. Und es klang banal, aber ich habe länger drüber nachgedacht und ich habe es vor allem versucht, denn natürlich hatte ich mir immer sehr schwere, sehr komplexe Gedanken gemacht und dementsprechend schwer und komplex war mein Leben nicht im Außen, aber wirkte es auf mich, weil ich einen Großteil des Tages damit beschäftigt war, über Sachen nachzudenken und ich war sehr viel in meinem Kopf. Was jetzt passiert ist, ich denke um einiges weniger nach. Das heißt, je weniger ich nachdenke, desto mehr nehme ich am Leben teil, denn ich hatte es in dem letzten Video schon gesagt, die äußere Welt können wir lediglich über unsere fünf Sinne erleben, sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Und das Denken ist eben keins dieser Sinne. Seitdem ich präsent bin, mehr meditiere, mehr achtsam bin, ganz bewusst, merke ich, wie das Leben mir Sachen schenkt, Sachen kommen zu mir, egal worum es geht, ob es besondere Menschen sind, ob es Geld ist, ob es Möglichkeiten und Chancen sind, all die Dinge kommen zu mir, seitdem ich aufhöre, mir über sie den Kopf zu zerbrechen. Man mag es jetzt nennen, dem Kind einen Namen geben, welchen man möchte. Manche werden es vielleicht nennen, ein gewisses Urvertrauen oder Leben in der Achtsamkeit oder sonst wie. Unterm Strich ist mir egal, wessen Namen man dem Kind gibt. Aber etliche Richtungen, egal ob aus der Philosophie, aus der Spiritualität, aus der Esoterik oder sonst woher, geben im Prinzip den gleichen Ton vor. Denn im Buddhismus oder im Hinduismus beispielsweise ist Achtsamkeit eine der zentralen Lehren. Meditation beispielsweise hat eines der Hauptziele, achtsamer zu werden und bewusster zu werden. Genau dasselbe beim Yoga, beim Tai Chi oder beim Qigong. All diese Lehren fokussieren sich sehr enorm auf die Atmung und sehr darauf, achtsam zu sein, präsent zu sein und im Hier und Jetzt zu sein, also den Moment zu leben, anstatt hier in dem virtuellen Konstrukt 80% des Tages unterwegs zu sein, und zwar an Orten, an denen man eigentlich gar nicht sein möchte. Und du bist immer da, wo du mit deinen Gedanken bist. Also solltest du sicherstellen, an die Sachen zu denken, die dir gefallen und an den Orten zu sein, wo du sein möchtest. Denn wenn du dir Gedanken machst über Sorgen, Probleme und deine Partnerin macht Schluss, dein Chef kündigt dich beispielsweise, dann bist du einen Großteil des Tages in deiner Negativität unterwegs und wir denken, das ist richtig so, weil es machen ja alle so. Aber die Folge der sozialen Konditionierung führt dazu, dass die breite Masse sich natürlich auch immer gleich verhält. Und wenn du das machst, was alle tun, bekommst du auch die Ergebnisse, die alle haben. Und du wirst ein Leben haben, wo du dich freust, wenn Freitag ist, wo du komplett fertig bist, wenn Montag ist, wo du die Tage lebst für die Pause oder für den Feierabend und die Monate lebst für deinen Urlaub. Nur wenn du so lebst, dann verschwendest du 70-80% deiner Lebenszeit. Das ist meiner Meinung nach kein wahres Ziel, was man verfolgen sollte. Denn wenn du eine erhöhte Lebenserwartung hast,
aber gleichzeitig dein Bewusstsein nicht erhöhst, dann wirst du nicht länger leben, sondern du wirst nur länger sterben. Denn stell dir vor, du wirst 100 Jahre alt, aber 80% des Tages bist du in deinem Kopf bei irgendwelchen Sorgen, Problemen, Ängsten oder Nöten, die es in der äußeren Welt gar nicht gibt, sondern nur hier. Denn das ist das, was alle Sachen verbindet. Ängste, Sorgen, Trauer, Besorgnis. Wenn du Sachen bereust, wenn du dich fragst, ob du das richtig gemacht hast, ob das richtig war und so weiter. All diese Gedanken sind Folge von zu viel psychologischer Zeit, sprich illusionäre Vergangenheit oder illusionäre Zukunft, und beide davon gibt es nicht. Denn jedes Mal, wenn du mit deinen Gedanken nicht im Hier und Jetzt bist, bist du in einem virtuellen Konstrukt innerhalb deines Gehirns, welches es selbstverständlich auch ausschließlich hier gibt. Und wenn du von 100% des Tages, 80% des Tages in der Negativität bist, dann lebst du effektiv 20 Jahre. Wenn du aber nur 50 Jahre alt wirst und 80% der Zeit bist du präsent, bist du in Hier und Jetzt, dann lebst du von den 50 Jahren effektiv 40 Jahre. Natürlich kann man das jetzt nicht mathematisch so runterbrechen, und das ist auch nicht wirklich das, worum es mir geht, denn hier geht es ja nicht um Mathematik. Aber das war ein Beispiel dafür, ein rhetorisches, wie viel Unterschied das alles macht. Denn je bewusster du bist, desto mehr nimmst du am Leben teil. An dem Leben auf der Welt, auf der wir faktisch leben. Und nicht lediglich in der Welt, die jeder von uns subjektiv hat. Denn da draußen gibt es natürlich faktisch über 7 Milliarden virtueller Konstrukte, über 7 Milliarden Mikrokosmen, über 7 Milliarden Menschen und über 7 Milliarden komplett verschiedener Mindsets. Deine Aufgabe oder unsere Aufgabe viel eher, ich mache mich da nicht von frei, als Mensch ist es also, bewusster zu werden. Denn solange wie wir unbewusst sind, machen wir uns schwere Gedanken, und nicht nur das. Denn als Folge dessen, dass wir uns schwere Gedanken machen, sind wir nicht präsent. Und wenn wir nicht präsent sind, sind wir nicht bewusst. Und jetzt wird es kompliziert, denn das ist eine lange Kausalitätsfolge. Aber wenn wir nicht bewusst sind, sind wir logischerweise unbewusst. Und wenn wir unbewusst sind, dann reagieren wir mechanisch. Wir reagieren auf die Sachen in der äußeren Welt vorprogrammiert. Das heißt, weil unsere Gedanken woanders sind, reagieren wir unbewusst und in der Regel so, wie wir immer reagiert haben. Du wirst das kennen beim Autofahren beispielsweise. Nach einigen Jahren in der Fahrschule, da warst du komplett präsent, komplett fokussiert, komplett konzentriert, und nach einigen Jahren fährst du Auto und irgendwann nach einer Viertelstunde fragst du dich, wow, wer hat denn die letzten 15 Minuten das Auto gelenkt? Weil du auf einmal gar nicht mehr merkst, was du die letzte Zeit, dass du gefahren hast, denn du machst es so unbewusst, denn es ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du quasi gar nicht mehr aktiv am Geschehen teilnimmst. Und genau so kann es dir gehen mit dem Leben im Allgemeinen. Und das wäre schade, denn solange du mechanisch agierst, sprich unbewusst, wirst du immer gleich handeln, denn du wirst nicht darüber nachdenken. Und wenn du nicht über deine Handlungen nachdenkst, sprich unbewusst agierst, wirst du immer gleich agieren. Und wenn du immer gleich agierst, wirst du immer dieselben Ergebnisse in dein Leben ziehen. Du wirst einen neuen Wohnort haben, aber andere Nachbarn. Du wirst eine neue Arbeitsstelle haben, aber denselben Chef. Du wirst einen neuen Partner haben, aber genau dieselben Probleme. Denn du handelst nach wie vor unbewusst, reflektierst nicht, bist auch nicht präsent. Und wenn du etwas im Leben haben willst, was du noch nie gehabt hast, dann musst du natürlich etwas tun, was du noch nie getan hast. Und das genaue Gegenteil von diesem Satz ist der schöne Satz von Albert Einstein. Denn die Definition des Wahnsinns ist es, immer dasselbe zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Man sagt, die meisten Menschen sterben mit Mitte 20 und werden beerdigt mit Mitte 70. Denn ich glaube,
Wir laufen durch die soziale Konditionierung, durch die Sozialisierung. Unsere Eltern erziehen uns, sagen uns, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Dann kommt die Schule, sitz gerade, sei leise, mach dies, mach das, lern das. Wofür? Ist egal, du musst das lernen. Dann kommt die Religion, die sagt, gut, Paradies, schlecht, Hölle. Die Politik und so weiter und so fort. Unendlich viele Dogmen prasseln in unser Leben ein als Kind und limitieren uns in unserem freien Denken, weil wir uns die Glaubenssätze annehmen, die die große Masse hat. Und das ist nicht verkehrt. Die soziale Konditionierung ist nicht grundlegend schlecht. Sie ist wie ein Messer. Wenn du mit einem Messer ein Brot schmierst, ist ein Messer gut. Wenn du damit jemanden verletzt, dann ist ein Messer schlecht. Und die guten Seiten der sozialen Konditionierung beispielsweise sind, wir haben zwei Möglichkeiten, Dinge zu lernen. Das erste ist First-Hand Experience, also wir machen selbst Erfahrungen. Und Second-Hand Experience, also wir lernen durch die Erfahrungen Dritter. Der Punkt ist jetzt, über Erfahrungen Dritter zu lernen, ist weitestgehend gut. Denn überlegt mal, wir müssten jede Erfahrung selbst machen. Wir müssten vom Hochhaus springen, um zu wissen, dass man das nicht tun sollte. Natürlich wäre das nicht machbar und nicht übertragbar. Denn es ist zum großen Teil gut, dass wir auf diese Arten und Weisen lernen können, ohne selbst Dinge erfahren zu müssen. Auf der anderen Seite jedoch ist genau das der Dreh- und Angelpunkt, denn wir neigen dazu, eher einer Lüge zu glauben, die wir schon 100 Mal gehört haben, als einer Wahrheit, die wir zum allerersten Mal hören. Und darum klingen natürlich auch die Inhalte dieses Videos für unglaublich viele Leute paradox, zu feingeistig, sie ergeben keinen Sinn, sie sind zu spirituell. Letztens habe ich irgendwo gelesen, ich wäre ein Scharlatan. Und all das ist natürlich vollkommen legitim. Und ich wurde letztens gefragt, wie es sein kann, dass ich überhaupt nicht so emotional auf solche Kommentare reagiere. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Wenn ich solch einen Kommentar lese, wie beispielsweise du Scharlatan oder irgendein negatives Feedback, irgendeinen extrem negativen und unsachlichen Kommentar. Wenn ich das lese, dann bin ich nicht wütend darüber, dass ich Videos produziere, mich hinsetze, Inhalte überlege, Videos schneide, Intros einfüge, Thumbnails erstelle, Text überlege, die hochlade, veröffentliche, in Gruppen teile und dann kommt, das ist scheiße. Denn es ist, diejenigen, die das schreiben, beispielsweise, ne, es ist egal, aber diejenigen, die das schreiben, das ist das, wie sie die Welt sehen. Man sieht die Welt nicht, wie sie ist. Man sieht in der Welt das, was man selbst ist. Wenn ich solche Videos gucke und selbst, wenn ich inhaltlich nicht mit d'accord gehe, dann ist es mir freigestellt zu denken, wow, ich find's cool, dass derjenige sich hinsetzt, sich Gedanken macht, die teilt, eventuell helfen die sogar jemandem, auch wenn ich nicht damit in Resonanz gehe. Coole Sache. Oder ob jemand sagt, da sagt jemand was und das passt nicht zu mir oder das verstehe ich nicht oder das muss falsch sein, das muss falsch sein, denn das Leben ist schwer. Das Leben ist unglaublich schwer. Und da kann sich nicht einfach jemand hinsetzen und sagen, hey, das Leben ist so schwer, wie du es dir machst, denn mein Leben ist schwer. Mein Leben ist so verdammt schwer, dass es mir scheiße geht, wenn ich jemanden sehe, der sagt, das Leben ist leicht, denn ich weiß, dass es schwer ist. Und aus solch einem Paradigma heraus schreibt man natürlich solche Sachen. Immer. Wie soll das anders sein? Es ist genauso wie der Obdachlose beispielsweise, der am Straßenrand sieht und sieht, wie ein vermögender Mann mit Anzug da lang geht. Der Obdachlose würde niemals denken, der Typ hat sich hingesetzt, der hat gelernt, der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich hochgearbeitet, der verzichtet vielleicht auf Alkohol, um zu arbeiten, um zu wachsen, spirituell, persönlich, beruflich, auf allen Ebenen. Der hat's geschafft, das ist ein toller Typ. Natürlich wird der Obdachlose so etwas nie denken, denn in dem Moment, wo der Obdachlose das über den erfolgreichen Menschen denkt, müsste der Obdachlose sich selbst eingestehen, dass er selbst auch die Möglichkeit hätte, dahin zu kommen.
Aber das kann der Obdachlose sich nicht eingestehen, denn er braucht eine Rechtfertigung dafür, dass er in der Situation ist, ohne Schuld daran zu haben. Irgendwer anders muss schuld sein für seine Situation. Und die Folge dessen wird sein, dass wenn dieser Mann da langläuft, nicht die Folge ist, dass er diese Gedanken hat, die ich euch eben gesagt habe, sondern er wird sich denken, das könnte ich auch schaffen, aber ich will es nicht. Denn der Typ, der verarscht Leute und das würde ich nie tun. Darum bin ich ein guter Mensch und er ist ein böser Mensch. Ich bin nur hier, weil das Schicksal mich getroffen hat, weil ich zu moralisch perfekt bin und all das ist der Grund, warum ich hier bin. Und all die anderen, die ziehen die Leute ab, die denken nicht an die Armen, das sind alles Schweine. So. Außer mein Freund Carsten, mit dem ich das Oettinger trinke, der nicht. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und nochmal ganz kurz für alle, ich bringe da überhaupt keine humane Wertigkeit rein. Der Mensch auf der Straße, der Obdachlose, hat genauso eine Wertigkeit wie der Typ im Anzug. Es geht nicht darum, welchen objektiven Wert die Menschen haben, sondern welchen subjektiven Wert sie sich selbst zuschreiben. Denn damit steht und fällt alles. Denn jeder Mensch, stell dir einmal vor, du wärst Robbie Williams und egal wo du hingehst, würdest du Menschen treffen, die kreischen, die schreien, die vor dir niederknien, die Fotos mit dir wollen, Autogramme wollen und so weiter. Eventuell kennst du das, dass du schon mal ein Kompliment von jemandem bekommen hast, den du überhaupt nicht gemocht hast. Oder wo du gedacht hast, was ist das für ein Typ? Und wenn du an dieser Stelle, wenn du Komplimente bekommst, wirst du dich nicht sonderlich über diese Komplimente freuen können, denn du schreibst deinem Gegenüber weniger Wert zu, als dir selbst gegebenenfalls. Wenn jetzt aber, keine Ahnung, Heidi Klum oder irgendwer zu dir ankommen würde und würde dir vielleicht ein Kompliment machen und würde sagen, hey, du siehst echt gut aus, dann würdest du vielleicht denken, oh, ja, genau, ich sehe sehr gut aus. Das hat Heidi Klum gesagt. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Wertigkeit es nicht im Außen gibt, sondern nur im Innen. Denn wie viel Wert schreibt Robbie Williams wohl auf einmal diesen Fans zu, die kreischend auf ihn zurennen? Meint ihr, er denkt, wow, das sind Leute, mit denen ich gern privat mehr Zeit verbringen würde? Nein. Aber der Punkt ist, die Kausalität hängt nicht damit zusammen, dass Robbie Williams mehr Wert hat als seine Fans. Die Kausalität hängt damit zusammen, dass seine Fans sich selbst um einiges weniger Wert zuschreiben als ihrem Idol Robbie Williams. Und als Folge dessen agieren sie so. Wenn wir das Ganze mal ummünzen auf Partnerschaft, dann ist es so, dass wenn du deinen Traumpartner beispielsweise enorm auf dem Podest hebst, du all das subkommunizierst, egal was du sagst. Du subkommunizierst in deinem Verhalten das, was du effektiv über deinen Traumpartner denkst. Und natürlich bist du uninteressant, wenn dein Traumpartner das Gefühl hat, dass du wie für Robbie Williams die kreischenden Fans bist. Natürlich ist das uninteressant, denn du schreibst dir selbst automatisch weniger Wert zu. Stell dir noch einmal vor, du wärst nochmal Robbie Williams und jetzt gehst du irgendwo lang und triffst auf einen Fan und dieser Fan wird nicht kreischen, umfallen, auf dich zugerannt kommen, ein Autogramm oder ein Bild wollen, sondern dieser Fan wird nicht aus einem arroganten Paradigma heraus, das wäre auch nicht gut, sondern komplett auf Augenhöhe wird er dich treffen und wird sagen, ah, hey, cool, du bist doch Robbie Williams, ich wollte dich schon immer mal treffen. Sag mal, was ist das für ein Gefühl, so erfolgreich zu sein? Und was ist das für ein Gefühl, wenn alle einen erkennen? So, wenn du ihm diese Frage stellen würdest, beispielsweise, dann würde Robbie Williams auch schon selbst merken, ah, okay, warte mal, der ist irgendwie anders oder die ist irgendwie anders als die ganzen anderen. Und natürlich wärst du in den Augen für Robbie Williams dann höchstwahrscheinlich auch ein interessanterer Gesprächspartner, als wenn du eine Person bist, die einer fremden Person, die sie aus dem Fernsehen kennt, so viel Wert zuschreibt, dass sie sich selbst so unglaublich krass devot verhält und sich selbst so unter Wert verkauft, dass sie kreischt oder sonst was, wenn sie eine Person sieht, die sie noch nie getroffen hat. Fazit dieses Videos. Je präsenter du bist, desto weniger Probleme hast du in deinem Leben im Allgemeinen. Desto präsenter du bist, desto interessanter wird deine Ausstrahlung und desto interessanter wirst du für andere Leute. Denn während irgendwelchen Gesprächen, beispielsweise mit dem anderen Geschlecht, bist du bei deinem Gegenüber. Und du bist nicht die ganze Zeit hier und machst dir Gedanken darüber, was du tun könntest, um gut bei deinem Gegenüber anzukommen. Denn
Warum solltest du dir darüber Gedanken machen? Denn du bist bei deinem Gegenüber, denn du hast schon alles. Du handelst aus der Fülle automatisch. Du machst dir also keine leichten Gedanken, sondern vermutlich gar keine. Du wirst oben treiben am Ozean und eben nicht das machen, was du die ganzen Jahre davor gemacht hast. Schwere Gedanken als Folge dessen, schwere Handlung und schweres Feedback aus dem Universum oder von außen, aus der äußeren Realität oder wie auch immer du es nennen willst. Denn höchstwahrscheinlich wirst du es kennen aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Handlungen und so weiter. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. 20 Minuten sehe ich gerade, Donnerwetter. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, lass einen Daumen nach oben da, schreib in die Kommentare, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder ob du denkst, okay, nee, das sehe ich komplett anders. Wenn du es komplett anders siehst, dann schreib auch das in die Kommentare. Dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, adios.